Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind jetzt gerade und auch noch eine ganze Weile, glaube ich, mit der Schriftlehre beschäftigt. Und was ich jetzt noch... Achso, Moment, ich wollte mal kurz mit der Erscheinung hier reden, mit dem Echo. Ich erschuf diese Linse, damit ihr die Welt sehen könnt wie ich. Das gesamte Werk der Magie, das sich vor mir erstreckt. Blickt durch die Linse, um die Eindrücke der Erleuchteten zu sehen. Folgt diesen Wegweisern, dann werdet ihr ihre jeweilige Domäne finden. Interessant. Ich sah schon in jungen Jahren Zeichen dieser uralten Magie. Bestimmte Fabeln schienen in eben dieser Magie zu singen. Erst als ich erwachsen war, sah ich sie mir genauer an. Und so fand ich den Indrik. Eben diesen Indrik solltet ihr zuerst aufsuchen. Okay, also ich glaube, dass das ziemlich das Gleiche war, was sie schon mal gesagt hatte. Nur, ich glaube, ein bisschen anders jetzt. Siegel des Indrik, Analyse. Also, Abenteurerin, Jüngerin Nalia hat mich gebeten, zu beschreiben, was die Macht umfasst, die euch durch die Erleuchteten gewährt wurde. Ich bin neu in der Schule, aber glaubt mir, dass ich mein magisches Wissen zur Gänze in dieses Thema einbringen werde. Die große Macht des Indriks hat offenbar harmonische Echos in ganz Tamriel erzeugt. Lange inaktive Leylinien, ist das ein Y? Ähnlich denen in der Schola selbst, erwachen nach und nach. Weitere Forschung ist erforderlich, aber durch den unmittelbaren Effekt, so glaube ich, werden ihr Skripturen und leuchtende Tinte als das sehen können, was sie wirklich sind. Vorboten künftiger Macht und nicht nur Papierfetzen oder langweiliges und lebloses Schreibmaterial. Auf jeden Fall führte mich das kleine Kitz zu einem Versteck von Skripturen hier in der Schola. Höchst aufregend. Ich werde meine Suche fortsetzen, während ihr euch weiter mit dem Erleuchteten beschäftigt. Und natürlich werde ich versuchen, euch über meine Entdeckungen auf dem Laufenden zu halten. Viel Glück. Das ist aber doch von ihm selber, oder nicht? Uralt und es stinkt nach staubigen Folianten. Ich liebe Arbeitsplätze wie die Skola. Wer weiß, was ich hier alles finden und euch verkaufen werde. Ja, wer freut sich nicht über schimmelig riechende Sachen? Was habt ihr denn anzubieten? Wollen wir mal schauen. Ach du Scheiße. Noch teurer konnten die das nicht machen, oder? Ach du Schande. Gebundene Effektskriptur, Klassenmeisterschaft. Wenn eine Fähigkeit hiermit in ein Grimoire geschrieben wird, erhält sie eine Klasseneffektverbesserung. Aha. Damit könnt ihr den Effekt einer geschriebenen Fähigkeit an einen Altar hinzufügen. Was auch immer das jetzt genau heißt. Also jetzt auf Stärke und so weiter bezogen. Damit unterbricht man Rittertapferkeit, Wuchtschläge und Blocken. Giftschaden. Elementare Explosion würde mich noch reizen. Also gerade bei meinem Mancher, also privat. Die ist ja Zauberin. Kanalisiert die Kraft in eurem Stab, um einen Stoß flüchtiger Magie zu schleudern, der eine elementare Explosion am Zielort verursacht. Man weiß halt bei allem nicht vorher, also zumindest jetzt aktuell vom jetzigen Standpunkt aus, wie viel Schaden das macht. Das ist halt so schade. Schwört eine magische Fackel, schwingt und schwingt ihre Macht dreimal vor euch. Die Macht der Fackel. Super. eine Salve, dass das dann so katapultieren heißt das. Nutze die Fähigkeit innerhalb von 4 Sekunden erneut, kostet diese 33% weniger. Ja. Niederrennen. Das ist eher so für PvP, nehme ich mal an. Achso, niederen Sturmangriff, genau. Pflegerverbindung. Ah, kettet euch an einen Verbündeten, um Lebensverbindung zu schaffen. Ja, ja, das kennen wir ja vom Tank, beziehungsweise der Heiler nutzt das ja auch schon mal. Reisemesser. Verzauberter Dolch wird auf den Feind geworfen. Schildwurf. Also eigentlich sind das, wenn ich das richtig verstehe, normale Angriffe, die aber anscheinend irgendwie verstärkt werden sollen oder so. Seelenmagie-Explosion. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, das ist rot, weil ich die Errungenschaft noch nicht habe, klar. Erfüllt euch mit dem magischen Runen. Das ist ein Ausweichplan.
wodurch um euch herum eine magische Explosion verursacht wird. Okay. Zerschmettern, schleift eure Waffe über den Boden. Das erinnert mich an Resident Evil. Um den Boden vor euch in einen Kegel zu schlagen. Okay. Zweihänder würde ich mal sagen. Achso, steht ja auch da. Zweihänder. Na gut. Achso, das ist Reparatur. Na gut, ich wollte ja eigentlich nur mal eben wissen, was er so hat. Dann haben wir hier Skal-Hilfschronistin. Was ist das denn? Achso, hier der Kleine. Dies ist Karl, nicht Skal. Meine werte und geschätzte Intimus. Was? Das wird sich bewässern. Sie ist schon viele Jahre an meiner Seite. Bitte erweist Karl äußersten Respekt und alles... alle Güte als Händlerin, okay. Hilfschronistin und wertvolles Mitglied der Magiergilde. Sie ist eine Fachfrau, das könnt ihr mir glauben. Und sie wird euch gut behandeln, wenn ihr gut zu ihr seid. Okay, kann man mit ihr reden? Greift nach einem komplizierten, unsichtbaren Zauber in der Luft, bevor sie merkt, dass ihr sie beobachtet. Sie zieht eine Grimasse, scheint aber bereit zu sein, euch zu bedienen, okay. Was habt ihr? Errungenschaftsausstatter! Ah! Ah, schönen Gruß an den Epi. Der alte Sack hat mir gar nicht gesagt, dass es hier einen Errungenschaftsausstatter gibt. Ich wette mit euch, der hat die gar nicht bemerkt. Ah, ist das cool. Fabel des Drachen. Also man kann hier die ganzen, wenn man natürlich alles freigeschaltet hat, die ganzen Fabeln einzeln kaufen. Vom Indrik, vom Drachen und so. Das ist ja mal cool. Das ist eine gute Idee. Und das sieht auch sehr geil aus, finde ich. Oh, da kann man sogar einen Schutzzauber... Das ist cool. Das ist so richtig. Dann gibt es noch einen... Achso, das ist die Arbeitstür, das eine. Einen mit dem Drachen drauf. Einen mit dem... Das soll der Greif sein. Achso, mit dem Greif drauf. Mit dem Indrik und mit dem Netsch. Ah, ist das geil. Ja, dann wisst ihr jetzt auch, wo der ist. Falls ihr den jemals gesucht habt oder suchen wolltet. Aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wo der ist. Moment, hier ist schon wieder ein Buch. Hier sind überall Bücher. Wir segeln zum Horizont. Hört sich jetzt nicht so an, als ob das Buch irgendwas mit der Story zu tun hat. Deswegen, ne, könnt ihr das wie immer selber lesen. Sprecht mit jemandem in Mondhöhe. Wieso Mondhöhe? Habe ich jetzt irgendwas ver... Moment, gehen Mond... Nein, halt, stopp. Ich habe ja noch gar keine neue Quest. Ich habe ja noch gar keine neue Quest. Moment, wie kriege ich die dann? Hilfe. Fabel des Greifen. Achso, da müssen wir die Fabeln lesen. Okay. Ich bin hier total durcheinander heute. Ich dachte die ganze Zeit, wir haben ja von der letzten Folge noch eine Quest drin. Aber haben wir natürlich nicht. Wir haben das ja nur abgeschlossen. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, fangen wir direkt mit der nächsten daneben liegenden an. Was leuchtet denn jetzt hier schon wieder? Schon wieder ein neues Buch. Ulfsils Aufzeichnungen der Indrik. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, so vom Zeitlichen her. Ist aber bestimmt auch sehr interessant, nehme ich an. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal Nabel des Fetch. Okay. Kann das sein, dass der auch ein bisschen verwirrt ist? Passt, nehme ich dann als nächstes. Nabel des Fetch. Die vollkommen wahre Geschichte des Lieblingserleuchteten von Ulfsild. Ah, okay. Fängt schon gut an. Manche erstreben die Macht des Indrik, ungeheure Schnarchzapfen, denen es an Fantasie mangelte und die nach Stärke und Macht gierten. Manche erstrebten die Macht des Drachen, möchte gern Redenschwinger, die den Klang ihrer eigenen Stimme lieben und die Gedanken anderer stets unterbrechen mussten. Manche erstrebten die Gedanken des Greifen, ähnlich Gesinnte, die besessen waren von ihren eigenen Ideen und dabei nicht bemerkten, dass rein gar nichts Eigenständiges an ihnen war. Für alle anderen, für die wahrlich rechtschaffenden und schwerelosen Seelen, gab es den Netsch. Schneidig, gerissen, prächtig und wohlgeformt. Alle, die den Netsch kannten, fanden ihr Leben leichter und heller, allein durch seine Gegenwart. Wenn jemand etwas atemberaubend Dummes anstellen wollte, ja, hier, beispielsweise ein Inselrefugium gegen ein albernes Buch tauschen, das war jetzt so gar keine Anspielung auf also auf die Sache mit Sheogorat und hier, ne? Der Insel, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der magischen Insel. Dann führten ihn die geschmeidigen Tentakel des Netsch wieder zurück zu etwas Produktiverem. Auch wir.
genau, so hieß das. Wie seine Frau lieben oder seine Fingernägel mit einem heißen Schürhaken zu reinigen oder irgendetwas außer genau dieser Sache. Okay, also er sollte nur abgelenkt werden. Die anderen erleuchteten, umschmeichelten ihn. O großer und glorreicher Netsch, sagten sie, wir erflehen eure Hilfe dabei, die grünen Felsbrocken des Nahets wegzuheben, die über unsere Herzen gerollt sind. Lass unsere Brust mit der Leichtigkeit schweben, mit der es die Ehre tut. Lasst unsere üppigen Träume wahr werden. Natürlich werde ich meine Magie einsetzen, sprach der weise und gutmütige Netsch, um zu verhindern, dass ihr euch an meinen ehrlich gesagten, unfair hohen Standard an Erleuchtung messt. Und das tat der Netsch. Die Anhänger der anderen Erleuchteten sahen den Netsch in all seiner Pracht und entschlossen, ihre Herzen stattdessen ihm zu schenken. Das machte die Erleuchteten so glücklich. Der Netsch ahlte sich in ihrer liebevollen Zuneigung und überall waren alle glücklich und erfüllt und es mangelte ihnen an nichts. Und meine kleine eigene Anmerkung, das Ganze hört sich ein wenig an wie diese Kanone. Was auch immer das ist nicht die Farbe des Netsch, die ich kenne. Der Ritt auf der Kanonenkugel. Dennoch unterhaltsamer Lesestoff. Besonders der Netschbusen war amüsant. Aber es erinnert mich wirklich an den Ritt auf der Kanonenkugel. Wer den Film kennt, schreibt gerne mal einen Kommentar. Ja, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist total durchgeknallt. Hin und wieder gefällt mir die Leichtigkeit des Netsch. Wenn ihr jedoch keine Geduld für verspielte Possen mitbringt, wird das eine schwierige Prüfung. Aber das wird es vermutlich wert sein auf eurem Weg zur Beherrschung der Schriftlehre. Warum heißt dieses Buch Nabel des Fetsch? Sicherlich ein Streich. Der Netsch ist bekannt für seine Streiche und Tricks. Es macht ihm Spaß, unsichtbar herumzuwandern, Schabernack zu treiben und das zu verbreiten, was für ihn Freude ist. Der Netsch hat eindeutig die Fabel der Skola gegen eine von sich selbst fabrizierte ausgetauscht. Nein, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen. Wie soll ich die echte Fabel finden? Vermutlich wird der Netsch euch ein Zeichen offenbaren. Er liebt es, seine Schleue zu demonstrieren. Nalia und ich entdeckten ein Echo im Westflügel, das mit dem Netsch zu tun haben sollte. Ich bin mir sicher, dass ihr dort etwas sehr Lehrreiches erfahren werdet. Nun gut, ich fange dort an. Ich hoffe, dass sonst nichts verändert wurde. In der Skola ist ohnehin schon so viel im Argen. So viel, dass dem Zahn der Zeit nicht standgehalten hat. Was könnt ihr mir über den Netsch erzählen? Ein eitles, heiteres und großzügiges Wesen. Es betrachtet die ruhigen Momente des Lebens als Einladung, neue Wege zu finden. Seine Schlauheit und Launen zu demonstrieren. Der Netsch und Ulfsild kamen fabelhaft miteinander aus. Aber ich finde ihn ein wenig übertrieben. Wieso das denn? Er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Seine Tentakel greifen immer nach noch mehr. Das stimmt mich immer etwas missmutig. Seine Taten werden euch rätselhaft erscheinen. Sogar unergründlich. Aber er meint es wirklich gut. Das glaube ich zumindest. Danke, dass ihr darüber gesprochen habt. Gut, mit dem Echo können wir ja nicht mal reden jetzt hier. Dann machen wir uns mal auf zum Westflügel, das ist hier. Was in Ifres Namen? Ist das ein Eichhörnchen? Ach, da hinten ist sie. Ja, ich würde sagen, es sieht aus wie ein Eichhörnchen. Fleißig und wir sollen nach Nüssen suchen, vielleicht? Grüße. Ich dachte, ihr könntet Hilfe bei der Suche nach der Fabel brauchen. Ach ja. Offenbar hat dieser Netsch einen sehr eigenen Sinn für Humor. Aber ich bin bereit, damit zu spielen, wenn ihr es tut. Wie sollten wir mitspielen? Der Netsch spielt gerne Streiche, aber er ist auch stolz auf seine Schleue. So jemanden bezwingt man ganz einfach. Man muss ihm schmeicheln. Er erinnert mich ein wenig an einen Ritter des Bündnisses, der den ganzen Abend um meine Aufmerksamkeit gebuhlt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sollen also dem Netsch schmeicheln. Wie stellen wir das an?
Ich glaube, wir machen es einfach, wie es in der Fabel geschehen ist. Darf ich? Nur zu. O glorreicher Netch! Eure Schleue übersteigt die unsere. Wir ersuchen eure Hilfe bei der Suche nach eurer wahren Farbe. Führt uns zu eurem Netchbusen. Macht unsere erhabenen Träume wahr. Hab ich mich jetzt... Ich glaube, es klappt. Schnell, folgt ihnen. Folge den Eichhörnchen. Los. Oh, da hängt was. Moment, ich bin mal kurz abgelenkt. Firandis Schola-Erlebnis. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich muss den Eichhörnchen leider folgen. Dann hoffentlich bis bald. Genau. Folg ihnen. Ich meine, ich weiß ja, wo sie hinwollen, aber... Es ist schon süß gemacht irgendwie. Lauter Eichhörnchen. Hat er sich jetzt geklont? Bei allen Himmeln! Was ist das denn? Eichhörnchen. Kennst du die nicht? Findet heraus, was die Eichhörnchen vorhaben. Jetzt stehen... Oh, hab ich... Ich wollte gerade noch sagen, jetzt stehen sie hier. Oh, hallo. Gefunden. Die wahre Fabel. Natürlich ist meine Version besser. Für wen? Also, die Fabel kommentiert. Ach du Schande. Okay, also das ist ja eine völlig andere... Ja klar, es ist eine völlig andere Geschichte. Ist ja auch logisch. Okay. Fabel ist nett. Ja, danke. Kann man die nur lesen, wenn man hier in diesen Dings drin ist? In dieser Sicht drin ist? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Das heißt, ich werde, wenn ich daran denke, hoffentlich nochmal ein Standbild machen oder sowas davon. Ein Screenshot oder irgendwas. Und werde dann... Achso, die kann ich gar nicht durchlesen, weil ich dann die nächste Seite brauche. Ja, toll. Vielen Dank, Spiel. Schlagt in der Fabel in eurem Bündel nach. Moment. Questgegenstände. Fabel des Netz. Haha, danke, Spiel. Es gab Geschichten über ungewöhnliche Zufälle, außergewöhnliches Glück, Reichtümer, gefunden von den Armen, Liebe, gefunden von den Einsamen. Wadenfell brummte nur so vor Geschichten. Die sogenannten Wunder konnten vom Tribunal nicht nachgeahmt werden und erregten die Aufmerksamkeit des Klerus. Priester Lucilian machte sich auf, die Quelle dieser geheimnisvollen Segen zu finden. Zuerst besuchte Lucilian ein Bauerndorf in den Weidelanden. Dort war ein Kind von zu Hause weggelaufen auf eine Insel südöstlich des Dorfes. Dies war ein gefährlicher Ort voller Monster. Aber als der Suchtrupp den Knaben fand, saß er inmitten eines Schwarms pickender Hennen. Das Kind sagte, ein Netsch hätte auf jedes Monster geregnet, das ihm zu nahe gekommen wäre. Woraufhin sie sich in Hühner verwandelt hätten. Das Dorf hielt ein Festmahl ab, bei dem die Vögel verspeist wurden. Jetzt sind sie doch Hühner, die können doch jetzt nichts mehr dafür. Die sättigend waren, aber nach dem Schwefel schmeckten. Nach diesem Ereignis blieb die Insel eine Generation lang frei von Monstern. Anmerkung: Das muss in der Nähe des nordöstlichen Dorfs Voss sein. Auf einer Insel gleich südöstlich der Stadt liegt eine dädrige Ruine, die Molagbal gewidmet ist. Dort werde ich beginnen. Als nächstes zog Lucilian nach Nordwesten, um den Roten Berg herum, und dann nach Süden in eine Steinholzufersiedlung. Er traf eine Karawanenführerin, die noch vor 2 Wochen keine Münze übrig gehabt hatte, da sie tief verschuldet gewesen war. Nun bot sie Passagieren kostenlose Fahrt. Eine Ufersiedlung? Eine Stadt an einem Flussufer südwestlich des Roten Bergs. Das muss Balmora sein. Lucilian bat sie, diese Schicksalswende zu erklären. Sie sagte, dass sie gerade am Flussufer auf einen Passagier gewartet hatte, als ein Netsch aus dem Wasser hervorschwebte und ihren Schlickschreiter erschreckte, der direkt in den tiefsten Teil des Flusses steuerte. Die Kreatur geriet in Panik und ging binnen Sekunden unter. Als die Karawanenführerin ihm nachtauchte, stieß sie auf ein Passagierschiff, das seit Jahren verschollen war. Sie rettete ihren Schlickschreiter und barg eine Ladung wertvoller Juwelen, die mehr als genug waren, ihre Schulden zu tilgen. Lucilian flehte die Karawanenführerin an, ihm mehr über den seltsamen Netsch zu erzählen, aber sie schwieg.
Im Anschluss verbrachte Lucilian viele einsame Monate unterwegs, bis ihm klar wurde, dass er im Kreis gegangen war. Er hielt sich nahe an den Zainab in den Weidelanden, wo die Einheimischen ihn zu einer Ruine in den Ausläufern des Roten Berges führten. Wenn er im Kreis gegangen ist, sind wir nun wieder im Nordosten. Es ist eine Dwemer-Ruine, deren Name sich anhört, als würde man niesen. Ja, ich kann es nicht aussprechen, ganz ehrlich. Nutschleft oder sowas. Achso, Wadenfell müssen wir auch noch hin, oh Gott. In der Ruine fand er einen betagten Aschländer, der mit der Luft sprach, als unterhielte er sich mit einem Enkelkind. Mit wem sprecht ihr? Fragte Lucilian. Der alte Mann erklärte, dass er von einer der Brücken gefallen war, als er einst diese Ruinen erkundet hatte. Er war sich sicher, dass sein Ende gekommen war. Aber bevor er in die Lava unter ihm fiel, fingen ihn bleiche Tentakel auf. Sie setzten ihn unversehrt auf dem Boden ab. Seit diesem Tag kehrte er immer dann in die Ruine zurück, wenn er diese vertraute Gegenwart spüren wollte. Genau genommen schwebte sein Netschfreund gerade in diesem Augenblick neben Lucilian, sagte er. Er sei überrascht, dass Lucilian den Tentakel nicht auf seiner Schulter spürte oder das Gefühl schwererloser Freude, das der Netsch mit sich brachte. Lucilian verabschiedete sich eilig. Er hat wahrscheinlich gedacht, er ist irre. aber als er zu seinen Orden zurückkehrte, betrachtete man seine Ergebnisse als unzureichend. Dennoch beharrte Priester Lucilian hartnäckig auf seiner Vorstellung des Netsch und wurde von seinen Glauben verspottet. Für seinen Glauben. Als er dann inmitten der Inseln an Azuras Küste wandelte, sah er schließlich den geisterhaft bleichen Netsch, der weder Tier noch Geist war. Endlich konnte auch der leidgetränkte Lucilian den Netsch sehen. Und er fühlte sich schwerelos. Ich würde alles wetten, dass Lucilian die Tür, die Domäne des Netsch bei den alten Zaubertürmen, ich kann noch nicht mehr lesen, an der Küste gefunden hat. Sadrit Mora. Ich muss dieser Sache nachgehen. Okay, jetzt hat das ein bisschen länger gedauert, aber es war auch eine sehr lange Story, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Hatte dir Erfolg bei der Suche nach der echten Fabel? Das habe ich. Könnt ihr mir etwas über diese Orte in der Fabel erzählen? Lasst mich das sehen. Hier, diese Stelle über die Flusssiedlung. Ich wette, dass das bei Mora ist. Ein schöner Ort. Mitten durch das Dorf fließt ein Fluss. Es klingt, als wäre die Siedlung noch größer gewesen zur Zeit der Fabel. Ja, bei Mora hätte ich eigentlich auch schon drauf kommen... Achso, mit ihm nicht, sondern mit den anderen. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen, dass das dann Wadenfell ist. Ich doof. Okay, der würde uns wohl auch noch was sagen können. Sie? Etwas zieht ständig an meiner Robe. Wie ein Kind, das ein Spiel spielt. Mhm. Aber da ist niemand. Das ist der Netsch, nicht wahr? Euer Blubberbiest stellt meine Geduld auf die Probe. Ich vermute. Könnt ihr mir etwas zu den Orten oder Anmerkungen in dieser Fabel sagen? Zeigt sie mir. Am Ende wird Azuras Küste erwähnt. Sicher sind Sadrit Mora und Telgalen gemeint. Nehmt einfach eine Route zwischen diesen beiden Türmen, dann findet ihr sicher die Tür. Nach der sucht ihr doch, oder? Vielen Dank. Vielen Dank. Geradeaus. Ja, und das erinnert mich an ein neues Let's Play. Wenn ihr euch wirklich mal gruseln wollt... Ach, ja, das ist ja toll. Der zeigt mir an, ich soll hier durchgehen, aber letztendlich soll ich nur auf die andere Seite, oder was? Wenn ihr euch mal so richtig gruseln wollt und den Horror pur erleben wollt, dann schaut euch das Let's Play auf jeden Fall an. Denn ich muss in dem Let's Play singen. Das nur mal so am Rande erwähnt. Nun, noch mehr Tricks? Oder habt ihr die echte Fabel des Netsch gefunden? Könnt ihr mir mehr Hinweise zu den Orten in der Fabel geben? In der echten Fabel? Natürlich. Daran erinnere ich mich gut. Lasst mich nachdenken. Die Zainab wurden erwähnt, nicht wahr? Die Ruinen, die ihr sucht, heißen Nechuleft. Aber fallt nicht wie der Aschländer in der Geschichte. Der Netsch würde es möglicherweise nicht als nötig erachten, euch zu fangen. Ich verstehe nur nicht, warum wir jetzt mit allen nochmal... Schon wieder was Neues. Mit allen nochmal reden müssen, wenn wir doch eigentlich sowieso jeden einzelnen Ort davon kennen. Also es wurde ja überall in den Anmerkungen auch erwähnt. Erster Brief an die Magiergilde. Entwurf. Von einem Adepten. Okay.
Hiermit möchte ich euch davon Kenntnis setzen, dass unsere Arbeit begonnen hat. Könnt ihr euch gerne durchlesen, ist jetzt ein bisschen lang für diese Folge. Hat aber, ja, nicht direkt mit der Geschichte zu tun, aber so ein bisschen indirekt auf jeden Fall. Hat da jetzt gerade noch ein Buch drauf? Ich bin hier schon, ich kriege hier schon Verfolgungswahn von den ganzen Büchern. Es gibt so viele ehrfurchtgebietende Kreaturen, deren Gestalt dieser Erleuchtete hätte annehmen können. Indrik, Drache, Greif. Und doch ist er ein Netsch. Irgendwie albern. Aber vielleicht geht es ja gerade darum. Er hat's erfasst. Habt ihr Hinweise für mich, die mir bei dieser Fabel helfen? Lasst sie mich lesen. Gleich hier am Anfang. Die Dädrischen Ruinen. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber sie sind auf einer Insel südöstlich von Voss. Wäre dort doch nur alles voller Hühner, wie es in der Fabel steht. Ja, das würde mir wahrscheinlich sehr weiterhelfen. Da müsste ich auch nichts umbringen, sondern könnte ich einfach durchlaufen. Schlag eine Fabel. Hebt die ersten Schutzzauber des Netsch auf. Ach so, ja, klar, wir reisen jetzt zu den Zielorten. Dann würde ich allerdings sagen... Funke, musst du mir so ins Bild laufen? Dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich denke, dass das mit den Zielorten und das, was danach noch kommt, wohl wieder was dauern wird. Und wir müssen dann ja, wenn wir das dann geschafft haben, auch noch mit dem Netz sprechen. Und der wird uns wahrscheinlich dann wieder eine Aufgabe geben, wenn das alles immer so gleich ist. Und ja, wir machen hier auf jeden Fall einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.